Hallo meine lieben Freunde und Zuschauer draußen, lang, lang ist es her. King of the Hill hier bei mir auf dem Kanal, Reifinger LP. Ihr seht, ich bin Level 18 mit knapp 15.000 Punkten. Oh shit, und ich habe den Heli verpasst, ey. Schöne Scheiße. Ja, jetzt stehe ich hier alleine rum. Ich hoffe, da hinten, der nimmt mich mit, der Typ. Gucken. Also warte mal, Windows-Taste war das hier, ja? Friedrich, nimm mich mit. Nimm mich mit, nimm mich mit, nimm mich mit. Guter Mann. Ja, wir kommen zurück bei King of the Hill. Ich gehe mal lieber als Co-Pilot rein hier. Habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Das letzte Mal im Livestream, wie gesagt. Halt, Co-Pilot wollte ich da machen. Und, ja, kriegst du das hier nochmal ein? Warum setze ich mich da nicht einfach rein? Co-Pilot will er nicht. Guck mal. Oh nein, ich habe hier diesen Bug. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Nein! Was zur fucking Hölle? Hallo? Elfe? Alter, Leute, ist doch nicht normal hier! Dann willst du mal King of the Hill aufnehmen und dann was ist. Was ist hier los, Mann? Jetzt muss ich mich auch noch töten. Play-Menü, close, save now, ja, scheiße. Alter, was denn? Ach, der Respawn. Alter Schwede, ey. Nicht normal, Leute, nicht normal. Ja, willkommen zurück. Gott, ist der Heli laut. Mach's gleich mal leiser. Sorry, dass der Heli so laut war. Ja, runterschrauben den Kram hier. Ja, willkommen zurück bei Köpfe Hill. Der ist ja immer noch tierisch lauter Heli. Mann, warum ist denn hier der Ingame-Sound bei mir so laut eingestellt? Ich sehe das nur gerade in meiner Einstellung hier bei OBS und ich will dich jetzt nicht hier die ganze Zeit. Ja. Immer noch die Hölle. Ja, was will ich denn sagen? Ich wollte euch mal kurz zeigen, was habe ich denn für Loadout hier. Ich habe mir, glaube ich, das letzte Mal. Was habe ich mir denn gekauft? Genau, die Zaphira. Aber ich glaube, ich habe keinen Scope für die. Ich brauche nämlich Level 19. Habe ich aber gleich. Dann kann ich ein ACO oder ein ACO normal kaufen. Level 20 brauche ich fürs Holosite. Ah, ich glaube, dann behalte ich doch nochmal. Ne, ich behalte doch nochmal hier meine Katiba. Mit dem ACO Scope. Das ist dann irgendwie ein bisschen geiler. Und als Perks habe ich dabei. Was habe ich denn als Perks dabei überhaupt? Fatitude und Medic. Okay, das sollte klappen. Gut. Jetzt ist der Heli natürlich wieder mal ohne mich losgeflogen. Der andere Heli ist einfach mal explodiert. Und hier, irgendeiner dreht hier wieder ein bisschen am Rad. Ja, das ist, glaube ich, ganz normal. Ja, was willst du denn machen? So, wer steht denn hier vor mir rum? Die NSA, auch schön, dass sie mitspielt. Der hat Level 50, Spocky, ey, Alter. Nicht schlecht. Und der eskaliert hier, Mr. Choppy. Ich will aber wirklich... Oh, Alter, es ist immer alles so tierisch laut sein um mich rum hier. Ich glaube, ein bisschen lauter kann ich es doch machen. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen an den Konfigurationen rumschraube. Aber... Wenn man länger nicht mehr gespielt hat und ich habe dieses... Alter, kommt ja noch klar da drüben, ey. Naja. Ich will auf jeden Fall Level 19 erreichen heute in dieser Aufnahme. Das hoffe ich zum Beispiel mal schwer. Oder in diesen Aufnahmen könnte es sein, dass mehrere werden. Okay, jetzt fahre ich einmal mit dem scheiß LKW weg, weil der mir vom Sack geht da drüben, ey. Hast du jetzt davon? Ich fahre jetzt einmal mit dem scheiß Ding weg. Halt, doch nicht. Nimm mich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Oh Gott, ich hoffe nicht, dass ich gleich wieder explodiere. Oder irgendwo hängen bleibe, wie gerade eben. Darf ich mit vielleicht, Kumpel? Danke. Danke, dass ich wenigstens einsteigen durfte. Ja, was gibt's denn so zu erzählen? In letzter Zeit nicht viel Relive auf meinem Kanal, das tut mir leid, war zeitlich leider nicht drin. Dafür aber jetzt King of the Hill. Und warum zur Hölle ist denn keiner hier in der Stadt? Wir fliegen gerade los. Warum stehen die denn alle außerhalb hier? Oh oh. Das ist nicht gut. Okay, Bär ist da unten gestorben. Wir haben Chat über uns, ne? Irgendwo ist doch hier ein Chat, oder? Ah ja, da oben ist er. Oh, das ist unsere? Ja, das ist unsere. Ah, der wird auch gerade beschossen, wie ihr gesehen habt. Was sind wir denn da vorne? Warum raucht denn hier alles? Okay, der Heli wurde mal runtergeschossen. Hier rechts hat gerade was auf uns geschossen. Ah, okay, hier ist auf jeden Fall Action los. Hier ist nochmal ein Heli abgeschmiert, okay. Ich weiß zwar nicht, was der vorhat, aber vielleicht sollte er mal ein bisschen höher fliegen, dass er uns droppen kann. Was war das denn, ey? Schnell abspringen. Okay, das hier ist natürlich mein Lieblingsplatz. Also eigentlich gar nicht.
Okay. Ralf ist gelandet. Immerhin, ich bin in der Zone. Das sieht gut aus. Mal einer, der von uns überhaupt drin ist. Wow. Gleich mal hier auf Häuserkampf stellen. Ich habe die Waffe gleich auf Automatik gestellt. Und hoffe, dass ich hier vorne gleich irgendwie mal einen Gegner zu sehen bekomme, weil da geht es immer ordentlich ab. Wobei, wir werden glaube ich aus der Luft beschossen. Ne, das werden wir nicht. Das ist unsere. Ich renne mal über die Straße, was ein bisschen gefährlich ist, aber gut, ich habe es überlebt. Wer schießt denn da auf uns? Okay, jetzt mal aufpassen, dass wir hier nicht... Hat ihm eine Granate geschmissen? Ah, shit. Ich habe gesehen, dass er eine Granate auf mich geschmissen hat, aber leider habe ich ihm meine zu spät um die Ohren gehauen. User 2, von User 2 wurde ich getötet. Auf jeden Fall will ich da wieder hin. Da war Action. Habe ein paar Punkte bekommen, so wie es aussieht. Ich hoffe, ich komme da schnell wieder rein. Auf geht's. Einsteigen bitte. Und drin sind wir. Das ist gut. Also ganz wichtig bei King of the Hill, meiner Meinung nach, dass die Helikopter immer recht zügig da sind. Und Hummingbirds sind sowieso wichtig. Ich bin trotzdem mal gespannt, ob wir es jetzt geschafft haben, ein bisschen Punkte zu machen hier. Weil außer der Zone ist irgendwie keiner. Nee, ich war irgendwie der Einzige gerade. Das ist nicht gut. Warum? Ist einfach kein Mensch von uns in der Zone. Niemand. Und wir hovern hier rum, oder was? Flieg doch mal einfach los. Bitte, Kumpel. Would be pretty awesome if you could just fly. Bitte heb doch jetzt mal ab, Alter. Please, dude. Please, go. Alter, was ist denn los mit dem, ey? Solche Leute habe ich ja mal gefressen, ey. Also. Warum? Was zur Hölle hat der für einen Plan da hinten? Gar keinen wahrscheinlich. Der Sieger, jetzt hebt er ab, ey. Du bist ja. Na egal. Auch wenn er jetzt abhebt. Draufgeschissen, Mann. Dich braucht sowieso keiner in einem Team. Naja, gut. Das Spiel schafft es immer wieder, mich völlig fertig zu machen. Ich sag's euch. Und jetzt bitte heb du mal wenigstens ab. Guck mal hier, warum hüpfen denn hier 13 Leute rum an der Base? Ja, danke, Mann. Scheiß auf Fabi, Mann. Du hast echt vollkommen recht. Wenn der Penner nicht einsteigen will, scheiß auf ihn, ey. Hat er einfach vergeigt, ey. Und da unten dieser andere Hummingbird, der hat sowieso eine Macke, ey. Ich will einfach nur in die Zone, wo man mal wieder kämpfen kann. Ich habe gerade fast 2 Leute getötet und wir haben nicht mal eine Person aus unserem Team in diesem verfickten Kreis. Ja, da krieg ich Plack über sowas. Ich habe Krabs gerade gefragt, ob er denn Zeit hätte, mit mir aufzunehmen oder Lust aufzunehmen. Leider spielt er Smite. Was heißt leider? Ist ja auch ein sehr geiles Spiel. Aber was zur Hölle? Warum sind da vorne 3 Millionen grüne Punkte und ich sehe die nicht auf meinem... Wo seid ihr denn schon wieder gelandet, ey? Was macht denn ihr hier? Also langsam, ich verstehe die Welt nicht mehr. Was machen die da drüben? Im Busch? Hat er die wirklich außerhalb des Kreises gedroppt, sag mal? Weil er meint, da oben ist es cool, rumzuhängen? Alter, ich verstehe euch nicht, ey. Naja. Wo ist der Chat? Oder rechts? Naja, ey, leck mich doch am Arsch. Was bist du für ein Spack, ey? Warum klingt euch hier jeder wie ein kleines Kind, ey? Warum hat er so ein Voice? Mach jetzt halt doch die Fresse, ey, hier! Mann, ey. So, ich hoffe, da unten ist keiner. Jupp, ich werde beschossen. Das ist gut so. Bremsenreif. Und mein Helikopter ist auch abgestürzt. Ich will nicht auf der Straße landen. Nein. Ich bin gegen Haus geflogen. Auch nicht schlecht. Oh, bitte überlebt es, Ralf. Bitte überlebt es. Nein. Ach, fuck. Mann, ey. Fuck you, Team, ey. Ey. Kann doch nicht wahr sein, ey. Kann doch echt nicht wahr sein.
Und der Typ lässt natürlich keinen einsteigen hier, ist ja klar. Als Schütze, danke, Mann. Auf geht's, komm hier. Jetzt haben wir ordentlich Action. Mach das Ding voll und dann geht's los, ey. Ja, was hängen die denn hier rum, Leute? Ihr wisst doch selber, wie das Spiel funktioniert. Ihr müsst einsteigen und dann kann man losfliegen. Macht es doch bitte. Steigt doch jetzt mal ein, ihr Vollidioten. Oh Gott, ey. Und der hebt wieder nicht ab, ey. Ihr seid doch alle total bescheuert. So, was kauft der Typ? Da drüben ist ein Hummingbird. Ist wieder unser Freund, der vorhin nicht abgehoben ist. Na gut, Fabi scheint nicht der zu sein, der vorhin nicht aufgestiegen ist. Ich krieg's auch langsam nicht mehr hin. Hummingbird, bitte, komm. Einsteigen, ab geht's. Fliegen. Super. Ja, das ist doch mal ein Mann hier. Der gefällt mir gut. Jetzt geh bitte nicht wieder runter. Guck mal, ich habe einen Kill-Assist bekommen. Seht ihr das? Das war wahrscheinlich wegen meiner Handgranate vorhin. So. Hat es jetzt irgendwer schon in die Zone geschafft, sag mal. Oh, wir sind ja drin. Das könnte ja fast funktionieren, dass wir mal einen Punkt kriegen hier in dieser Runde. Bin ich aber sehr gespannt. Oh, oh, da oben raucht unser Chat schon ein bisschen. Smokey Joe hier. So. Wer fährt da unten entlang? Sehe ich nicht. Das ist ein ganz normales Fahrzeug. Wir sind ganz schön hoch, ey. Deswegen springe ich hier schon mal ab. Damit ich hier unten irgendwo in die Nähe komme von den grünen Punkten, die wir da haben. Und schau, dass ich da im Hinterhof lande von dem Typen, der da unten ist. Und ich lande hier mal ein bisschen hinter dem Haus. Vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Schutz. Na komm, lande, Ralf, lande, 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 okay. Und bin ich ja noch in der Zone drin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall könnte das ja mal funktionieren hier. Wo ist denn der Gegner hier? Oder wo ist denn der Typ? Warum ist der denn tot? Von wo wurde der erschossen? Weiß man nicht so genau. So, ich hoffe, ich kann das. Ich habe einen Medic-Pack dabei und ich hoffe, da oben in dem Haus gegenüber ist keiner. Okay, irgendwas ist da vorne massiv abgestürzt. Da vorne ist ein Fahrzeug, ein Offroader. Okay, da wird ordentlich geballert. Es könnte sein, dass wir gleich um die Ecke hier sind. Wow, wow, wow. Oh, hinter mir einfach. Scheiße. Verdammt, ich habe den gar nicht gesehen, hinter dem Offroader. Aber neben mir sitzen ein Haufen Leute, die müssen gesehen haben, dass ich hier draufgegangen bin. Ich hoffe dann mal, dass sie zu mir kommen und mich auch reviven. Wer war es denn hier? Okay, nee, Cross wurde getötet. Nee, scheiße, ist der jetzt tot? Nee, scheiße, Cross ist auch tot. Man sieht es oben links auf der Map, dass der jetzt auch getötet wurde. Seranko war es. Der hat zwei nacheinander getötet. Komm, tötet den nochmal bitte. Ihr müsst jetzt zu mir kommen und mich reviven. Hauptsache Ranko, wo bist du, Mann? Ah, Olivia, okay, super. Olivia hat den getötet, deswegen bleib ich ein bisschen liegen. Ich hoffe, dass du mich jetzt gleich reviven. Weil ich habe wirklich keinen Bock, hier wieder zurückzufliegen oder hin und her zu fliegen die ganze Zeit. Und ach Mist, die Mauer vor mir ist zwar umgefallen, aber die sehen mich ja, die wissen ja, dass ich hier liege. Jetzt schauen wir nicht, dass um uns herum nochmal welche getötet werden. Irgendwie sind da ein paar Leute um mich rum, aber keiner kommt zu mir. Seht ihr das? Die bewegen sich kein Stück. Ich frage mich, warum denn keiner, hat denn keiner Medic Pack? Doch, da kommt einer zu mir. Ich sehe da XX irgendwas, glaube ich. Nee, Mann, ey, was machen die auch mit Cross nicht? Die stehen direkt neben dem, warum revivet den denn keiner? Nee, Leute, also irgendwas weiß ich jetzt nicht. Ah, doch, Cross lebt wieder. Ich hoffe, dass die mich... Ich bleibe ein bisschen liegen. Ich gebe dir nochmal so eine Minute Zeit. Ihr solltet mich mal vielleicht reviven, Leute. Ich weiß gar nicht, warum das so lange dauert. Warum wartet ihr denn, Leute, ey? Das ist das Wichtigste, die Leute im Feld wieder zu reviven, damit man schnell wieder mehr die Überhand bekommt hier in dem Feld.
Mann, ey. Seit wann spielt ihr denn dieses verkackte Spiel? Da sind doch zwei Leute direkt neben mir. Wo ist denn euer fucking Problem? Leckt mich doch am Arsch, ey. Und der Typ mit seiner fucking Scheißstimme, da geht mir überhaupt nicht auf den Sack. Ernsthaft, ey. Und warum werde ich nicht revived, ey? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Shit, jetzt habe ich den... Siehst du, weil ich zu lange am Boden gelegen bin, habe ich den fucking Hummingbird auch noch verpasst, ey. Kriege ich ja die Kratze, ey, hier. So, Helikopter kaufen. Dann kauft Ralf mal ein Hummingbird. Schon lange nicht mehr geflogen. Bin gespannt, warum Chop hier die ganze Zeit AFK rumsteht. Verstehe ich überhaupt nicht. Was zur Hölle bist du für eine... Alter, was zur Hölle, ey. Ich frage mich, warum finden Leute sowas lustig? Ich weiß nicht, ey. So, mag jetzt vielleicht irgendjemand hier einsteigen oder ist es hier irgendwie... Hat keiner... Seid ihr nur im Rumcampen am Spawn hier? Ich warte so... Jetzt warte ich wieder, ja? Erst warte ich drauf, dass ich revived werde. Jetzt warte ich drauf hier, bis jemand in den Helikopter einsteigt. Ich kann nochmal alleine losfliegen, ja? Ist natürlich super logisch. Hauptsächlich mal ein bisschen Dreck. Ja, das ist ja auch ganz wichtig, mal in der Aufnahme an der Base ein bisschen Dreck zu hinterlassen. Sag mal, was habe ich denn für ein verfickt lahmes Team hier, ey? Was sind denn das für Schwanzlutscher hier, ey? Was macht ihr denn? Wie lange braucht ihr denn, um eine scheiß Waffen zu kaufen, sag mal? Jetzt pass auf, jetzt schießt er gleich mit der RPG auf mich. Und warum schießt denn unser fucking Chat hier auf der eigene Base? Den geht's doch auch zu gut, oder? Ja. Leute, das ist super. Wozu habe ich mir den Helikopter gekauft? Ja, das war auch eine gute Landung. Kann man nicht sagen. Was? Hölle, Alter. Und jetzt ist da drüben nochmal ein Heli gespawnt. Ich glaube, ich kriege die Krise, ey. So, dann machen wir den mal zu hier. Lock. Und ich fliege mit dem Ding da drüben. Dann war es wenigstens nicht umsonst. Frage mich dennoch, was hier genau gerade los ist und warum der Typ da die ganze Zeit seine RPG ausprobieren muss. Ich glaube, ich fliege jetzt einfach mal alleine los, ne? Warum auch nicht? Ist ja gut, wenn viele Leute an der Base sind, hier kommt nur ein Helikopter zurück. Ist ja soweit in Ordnung. Ist ja Teamplay. Genau so. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich irgendjemand und schießt auf mich, wenn ich wegfliege, um hier stumm zu machen. Ich fliege einfach mal los mit dem Truppentransporter alleine und lasse mal ein Hummingbird stehen. Dann warum ist es nicht umsonst? Weil man kann auch in diesem Spiel wunderbar alleine losfliegen. Das Einzige, was nur blöd ist, wenn jetzt ein Gegner den Heli hier runterholt, kriegt er fett Punkte dafür. Kann man eigentlich mit dem Helikopter einen Corkscrew machen hier? Habe ich das schon mal ausprobiert? Will ich das mal ausprobieren? Ja, ich glaube schon, dass ich das ausprobieren will. Ich sollte vielleicht nur ein bisschen mehr Geschwindigkeit haben oder vielleicht ein bisschen höher steigen. Ich weiß noch nicht, wie ich, weil der ist echt so träge, ey. Der ist echt so träge. Ich würde sagen, 400 Meter sollten wir schon mal ausprobieren, oder? Ach, was soll's. 300, nur Rüsten auf an. Ja, ich falle auf. Ah, da fällt ganz schön. Krasse Scheiße, Mann. Aber hey, was soll's, Mann? Ralf hat ja noch einen Hummingbird an der Base. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dann am Ende so runterfall wie so ein Stein. Naja. Mein Heli steht noch da. Ja, super, wir haben jetzt drei Helis. Es wird immer besser. Das hat sich auch für mich extrem gelohnt, diesen Heli zu kaufen. Der Typ ist auf jeden Fall, macht dann auf Kamikaze. Man sieht es auch an der Seite, der hat ein, so ein kleines Logo.
Ja, dieses Gequatsche hier. Ich muss mir wahrscheinlich einen neuen Server suchen bei der nächsten Aufnahme, weil ich das Gelaber nicht aushalte. Und man sieht auch nicht, wer es ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist und woher das kommt, ey. Das regt mich am meisten auf. Naja, bin ich mal gespannt, ob wir es mit dem Heli in die Zone schaffen. Da oben ist der Chat, das ist unserer wieder. Nee, ist ein... Wow, Kumpel. War ordentlich in die Stromleitung geflogen. Aber sehr geil. Nicht schlecht. Ich glaube, der kann uns auch landen. Die Frage ist nur, sollten wir es machen? Oh no, ey. Was für der... Wie kommen wir eigentlich auf die blöde Idee, sich so einen Stimmmodifikator reinzuknallen hier? Halt, falsche Richtung. Ich wollte hier laufen. War ein guter Drop. Was ist denn das für ein Gelaber da im Hintergrund, ey? Also ganz ehrlich, dieses... Boah, das geht mir so auf die Nerven. Nicht, dass mir das alles schon gerade ein bisschen auf die Nerven geht. Jetzt habe ich auch so einen Vollspacken, der den ganzen Global-Chat Mickey Mouse macht. Ja, da hast du mal gewonnen, ey. King of the Hill, Mann. Wird überrannt von Vollspasten. Bin sehr gespannt, ob wir den Typen hier noch irgendwie retten können. Oder sagen wir so, wo der Typ ist, der ihn abgeknallt hat. Das ist eigentlich viel interessanter. Ja. Wenn wir den jetzt nicht finden sollten, würde ich sagen, versuchen wir mal die Position hier einfach zu halten. Indem wir hier einfach mal liegen bleiben. Und uns dann in der nächsten Folge mit Mickey Mouse und Minnie Mouse und den ganzen anderen Vollidioten, die ja die ganze Zeit labern im Sidechat mit dieser Kinderstimme, sehen wir uns wieder bei King of the Hill, bei mir auf dem Kanal Ralfing LP. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut!